Name ist Tatjana. Ich studiere am FTSK in Germersheim und zwar im Master Translation mit den Sprachen Englisch und Russisch. Und ich werde euch heute so ein bisschen mitnehmen, wie so ein typischer Tag bei mir aussieht. Ich bin nämlich gerade mit dem Zug angekommen. Das mache ich eigentlich immer, wenn ich Kurse habe. Ich wohne nämlich nicht in Germersheim, sondern in Mannheim. Also normalerweise beschäftige ich mich im Zug tatsächlich so ein bisschen mit den Nachrichten. Ich höre dann meistens so einen russischen Podcast und einen deutschen und höre mir dann immer so ein paar Minuten. Also der deutsche dauert, glaube ich, nur eine Minute, der russische ein bisschen länger an. Ansonsten lese ich immer mal wieder was für die Uni, je nachdem, wie viel Zeit ich dann natürlich während der Zugfahrt habe. Manche Züge brauchen nur so um die 35 Minuten, andere 45. Wenn ich dann noch irgendwelche Texte übrig habe, lese ich die auch mal. Und jetzt machen wir uns im Prinzip auf den Weg zur Uni. Ich habe nämlich um 9.40 Uhr die erste Unterrichtseinheit und zwar ist das Fachübersetzen Recht bei dem Herrn Kudeschi. Ungefähr 20 Minuten Zeit vor dem Unterricht. Das heißt, wir gehen jetzt noch kurz in die Mensa, holen uns einen Kaffee, ein bisschen entspannter in den Unterrichtstag starten. Ich studiere jetzt schon seit einigen Jahren in Germersheim. Ich habe hier auch meinen Bachelor gemacht, auch mit den Sprachen Englisch und Russisch. Und im Prinzip habe ich mich für ein Sprachstudium entschieden, da ich auch einen familiären Hintergrund diesbezüglich habe. Also ich habe zu Hause tatsächlich immer nur Russisch gesprochen und im Prinzip außerhalb immer Deutsch. Und Englisch ist mir in der Schule einfach schon sehr leicht gefallen. Ich mochte das immer ganz gerne. Ich habe auch damals schon Sprachferien in Kent gemacht und fand Sprachen eigentlich immer ganz gut. Also jetzt gehen wir in den Neubau und im Prinzip ist unser Unterrichtseinheit dort, aber wir haben zwei Gebäude hier in Germersheim, einmal der Altbau, einmal Anastasia und einmal der Neubau und da gehen wir jetzt rein. Wir sind jetzt im Raum und im Prinzip sind es nur noch 5 Minuten, bis es hier anfängt. Das ist halt das Fachübersetzen Russisch. Und wir beschäftigen uns aktuell mit dem Strafrecht, wollten heute aber zu einer neuen Thematik übergehen. Im Prinzip ist das sehr, sehr viel Terminologiearbeit, mit der man sich auseinandersetzt. Und die Einheiten sind eigentlich nicht komplett gleich. An manchen Tagen übersetzen wir tatsächlich konkrete Texte, an manchen beschäftigen wir uns wirklich nur mit Terminologie. Andere Male werden uns dann ein paar Videos vorgeführt, damit wir besser in die Thematik auch einsteigen können. Also der Kurs ist sehr, sehr abwechslungsreich und daher gefällt er mir einfach sehr, sehr gut. Wir haben inzwischen mehrere Texte übersetzt. Den interessantesten Text, das war tatsächlich der strafrechtliche, weil das so ein Bericht war über einen Polizisten, der eine Schießerei im Supermarkt angefangen hat, in Moskau. Und das war einfach von der Terminologie ganz interessant, vor allem weil Begriffe im Russischen vorkommen, die es im Deutschen einfach nicht gibt. Wir übersetzen aus dem Russischen ins Deutsche, das zur Klarstellung. Zu diesen Begriffen zählen zum Beispiel sowas wie Hooliganstwo, das gibt es im Deutschen eigentlich gar nicht. Und das haben wir dann mit dem rowdyhaften Verhalten übersetzt. Das muss natürlich mit einer Anmerkung des Übersetzers versehen werden, weil es einfach komisch klingt im Deutschen. Aber an sich ist das dann eben ein aus dem Russischen übernommener Begriff. Und ist dann mal so ein nettes Beispiel. Herr Schiffs, wenn der Panjanzi ein Wohlergehen benutzt, dann
Zivilrecht vielleicht weniger, aber das Verfassungsrecht, das öffentliche Recht, ist so ein bisschen altmodisch.